Krümmel? 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 Krümmel, wo bist du denn? Krümmel, komm mal! Ah, da bist du! Du, was machst du denn da? Lesen. Du Krümmel, mir ist langweilig. Hast du eine Idee, was ich machen könnte? Lösen? Das habe ich schon mal. Hast du noch eine andere Idee, was ich auch machen könnte? Du, Krümmel? Spazieren gehen? Das habe ich auch schon mal gemacht. Hast du vielleicht noch eine andere Idee, was ich sonst noch machen könnte? Kochen? Das habe ich schon gestern. Vielleicht noch eine andere Idee? Putzen. Das habe ich schon letzten Monat gemacht. Du Krümmel, kennst du eigentlich die Geschichte vom König, dem langweilig war? Du, Krümmel? Krümmel, ich hab eine Idee. Weißt du was? Wir spielen das jetzt. Also, du, also Krümmel! Du bist der König, ja? Und dir ist langweilig. Warte mal, ich hab auch eine Krone für dich. So. Hey! Oh, Entschuldigung. So, ja, also du bist der König. Und dir ist langweilig. Okay, das spielen wir, ja? Langweilig. Nee, Krümmel, weißt du, das ist nicht langweilig. Das ist ganz spannend, ja? Weil nämlich, wenn dem König langweilig ist, ja, dann denkt er sich eine ganze Menge Blödsinn aus. Ja? Also zum Beispiel, also einen Krieg ziehen oder so Impfgesetze, ja? Oh. Ja, genau. Also, dann ist es besser, man unterhält den König. Und das können wir jetzt mal spielen. Ja? Also, dir ist langweilig, du bist der König und du sitzt dann da so, ja? Und ich komme und ich komme zu dir und ich unterhalte dich, ja? Sollen wir das mal spielen? Okay, ja? Na gut. Ich gehe jetzt zum König, um ihn zu unterhalten. Der sitzt da. Ihre Majestät, sei gegrüßt. Ich habe die Ehre. Servus. Ja, ich komme dich zu unterhalten. Ich habe gehört, dir ist langweilig. Concerto grande.
Gleich geht's los. Ja. So. Also, gleich geht's los. Ja. So. Gleich. Gleich geht's los, ja. Oh, wow, 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 wow. Wow, so viele Noten. Concerto grande. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Ja, ist so. Ja. Gleich. Concerto grande. Nochmal. Im große Feuershow.
El concerto grande, violino solo. Tadam! Oh, wenig violino. Diamant. Concerto violino solo. Liebe Freunde des Künstlertreffs, wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute zu einem ganz besonderen Vlog, Vlog 8. Und zwar haben wir heute eine gute Freundin zu Gast, die ich persönlich aus der Geigenarbeit kenne. Vielleicht werden wir das auch nochmal ganz kurz streifen. Ich begrüße ganz herzlich die Katrin Rolfs. Katrin, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr und es war wirklich etwas ganz Besonderes für uns, ein Novum für uns. Was mich am Anfang gleich mal interessieren würde, du bist ja nicht schon seit ewigen Zeiten Clown, Polina. Wie bist du in diese Rolle geschlüpft? Wie bist du dazu gekommen? Gab es ein Schlüsselerlebnis oder hast du dir das langsam überlegt, das zu machen und irgendwann dich dann dafür entschieden? Oder wie kam es dazu? Also tatsächlich habe ich mich richtig dazu entschieden, nochmal eine Ausbildung zu machen. Ich habe eine Clowns-Ausbildung gemacht und die Motivation dafür war, Kunst oder ja, Kunst dahin zu bringen, wo es am allernötigsten ist. Also ich war vor allem von dem Klinik-Clown oder ich sage inzwischen Visiten-Clown sehr angetan, der zum Beispiel in die Seniorenheime geht und auch zu den Menschen mit Demenz, die nicht mehr in Konzerte gehen können, die nicht teilhaben können an Kulturevents.
Und dorthin zu gehen und ihnen Kunst zu bringen oder in dem Fall eben auch Musik und Freude dadurch. Und also wir gehen ja auch bis in die Zimmer hinein, also Menschen, die auch schon bettlägerig sind und die wirklich also sich da nicht mehr wegbewegen können. Und das hat mich angesprochen und dann habe ich beschlossen, die Clownsausbildung noch zu machen. Und dann war ich erstmal noch länger auf der Bühne und dann habe ich noch eine zweite Ausbildung gemacht, um dann den Visitenclown auch noch machen zu können. Mhm, toll, also bin ganz, ganz begeistert davon. Das ist sehr, sehr schön. Du warst ja auch viel im Ausland mit der Clownerie, oder? Das, mhm, genau. Hast ja viele Reisen gemacht. Genau, mit den Clowns ohne Grenzen. Wir fahren in Regionen, die ja, von sich aus irgendwie in Notstand sind oder bedürftig sind und versuchen da Farbe zu bringen, vor allem für die Kinder. Wobei, das muss auch nicht unbedingt Ausland sein. Also ich denke, es gibt hier in Deutschland auch ganz viele Flecken, wo es gut ist, hinzugehen und, mhm, und Freude zu bringen. Mhm. Im Moment ist das Reisen eben ein bisschen schwierig. Aber das, ja, das waren auch ganz tolle Momente. Ich war in Bolivien und ich war in der Türkei. Und dort, wir haben auch immer Workshops gemacht, um dort auch Clowns auszubilden, damit die dann selber weitermachen können. Ja, das waren tolle Erfahrungen. Ist denn das Clown-Sein, ist das wie die Musik etwas wirklich global Universelles? Oder würdest du sagen, es gibt schon in den einzelnen Regionen ganz unterschiedlichen, einen ganz unterschiedlichen Anspruch an einen Clown, was ein Clown auf der Bühne leisten muss oder was er, wie lustig er oder was lustig ist? Oder, mhm, wie würdest du das einschätzen? Also das sind vielleicht auch so zwei Paar Stiefel. Das eine ist Humor. Also ich glaube, es gibt einen globalen Humor und es gibt auch einen sehr regionalen Humor. Also zum Beispiel hat jede Familie so ihren eigenen Humor und genauso hat jede Kultur, jeder Kulturkreis seinen Humor. Und da geht es natürlich für uns darum, auch rauszufinden, was ist denn da für die Kinder auch lustig. Meistens sind es Situationen aus dem Alltag oder auch Gegenstände, ne? Also irgendwas, was benutzen die denn, wenn man irgendwo hinreist, vielleicht haben die noch nie einen Regencape gesehen oder so, ja, weil es regnet da nicht. Und da muss man halt aufpassen, dass man wirklich das aufgreift, was die Kinder dort bewegt. Und das andere ist die Clownsfigur, die hat ja auch eine lange Tradition, also bei uns in Europa bis in, ins Mittelalter und früher bei den Griechen gab es auch schon so Narren und komische Figuren. Und da hat auch jede Kultur so ihre eigenen Figuren. Mhm. Und in Bolivien zum Beispiel ist der Clown ein bisschen auch eine Angstfigur. Und wie wir mit unserem Clown kamen, waren sie ganz überrascht, weil der Clown hat sich bei uns auch in den letzten 20 Jahren sehr gewandelt. Er ist so eine soziale Figur geworden, also eine, die sehr offen ist und sehr neugierig und auf die Menschen zugeht und auch alles so annimmt, wie das ist. Ja, also gerade wenn wir zum Beispiel mit Menschen mit Demenz umgehen, dann sind die einfach so, wie sie sind, in Ordnung. Und das war dann für die, in Bolivien, die Menschen, war das ein bisschen eine Überraschung, weil sie den Clown so ganz anders kannten, so ein bisschen gröber. Mhm. Ja. Mhm. Toll, ja. Was würdest du denn sagen, wir haben mit unserem Quartett, habe ich die Erfahrung gemacht, in vielen Kinderkonzerten, was ich auf der einen Seite ganz toll fand, dass die Kinder natürlich wahnsinnig direkt reagieren und man auf der Bühne, was man jetzt in einem normalen Konzert nicht so merkt, ein ganz direktes Feedback kriegt. Klappt das? Kommt das gerade an? Oder wie wird das aufgenommen? Ist das für einen Clown ähnlich und ist das schwierig in der Situation, wo man Clown ist und vielleicht merkt, man nimmt in einem Moment das Publikum mit und es fließt alles und es ist alles gut und in einem anderen Moment kriegt man das nicht so sehr mit oder kann man nichts steuern, um das zu machen oder wie reagiert man auf der Bühne auf dieses Gefühl, was wir hier auch als klassische Musiker in einem normalen Konzert kennen, ist das Publikum bei einem dabei oder nicht? Wie ist das für einen Clown? Das ist total wichtig, dass wir das Publikum mitnehmen. Also es gibt eigentlich kein falsches Publikum. Also wir reagieren immer auf das, was da kommt und von den Kindern kommt ja in der Regel sehr viel und wie du sagst, auch sehr direkt
Und dann versuchen wir das auch aufzunehmen. Also wenn ich Shows für die Kinder spiele, dann ist es auch oft so ein Wechselspiel. Dann hole ich mir auch mal eine Idee von denen. Aber dass dann die Show weitergeht, dann irgendwann muss ich auch wieder schauen, dass ich wieder weiterspiele und dann hole ich sie wieder ab. Also das ist eigentlich so ein dialogisches Prinzip, ne? Also es geht immer in Wechselwirkung. Ich gucke, was kommt da. Und auch spontan, also wenn irgendwas gut ankommt, dann macht man es gerne auch noch ein paar Mal. Ja? Es gibt ja so den Running Gag, dann bringt man das halt immer wieder. Und da ist jede Show auch ein bisschen anders. Der Clown, der improvisiert auch viel. Also selbst wenn ich mein Stück fertig habe, dann gibt es da ganz viel Spielraum, um immer wieder aufzugreifen, was aus dem Publikum kommt. Und wie ist das, wenn ihr mit mehreren Clowns auf der Bühne seid? Gibt es dann eine Art, also ich will gar nicht jetzt Konkurrenz sagen, aber ich als Musiker kenne das natürlich schon irgendwo, dass man, auch wenn man das gar nicht möchte, irgendwo immer vergleicht und immer austariert, wie kommt was beim Publikum zum Beispiel an und wie merkt das Publikum was. Ich stelle mir das zum Beispiel als Clown ganz, ganz schwer vor, wenn man mit einem anderen Clown spielt und irgendwie das Gefühl hat, der kriegt weniger Applaus oder der kriegt mehr oder mehr Lacher oder man will ja dann doch in der Situation reagieren. Kann man das oder ist da eine Konkurrenz unter den Clowns oder ist das ein füreinander arbeiten sozusagen? Also in dem Moment, wo wir auf der Bühne stehen, sollte es schon ein Füreinander sein. Und da übt man natürlich auch den Fokus geben, Fokus nehmen. Ja, es gibt schon Clowns, die auch sehr präsent sind und da muss man schauen, dass man irgendwie so seinen Platz findet. Wir versuchen schon auch einfach als Team zusammenzuarbeiten. Und es gibt sicher Teams, wo das mehr klappt und Teams, wo das nicht so gut klappt. Und das Konkurrenzdenken, das gibt es auch. Trotzdem habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wir üben ja unglaublich viel diese Offenheit und das Neugierigsein und das Annehmen. Und das wirkt sich schon auch mit der Zeit auf die Persönlichkeit aus. Also ein Clowns-Treffen, da merkt man, also dass die Menschen gehen sehr stark aufeinander zu und öffnen sich und sind da und sind präsent. Also das ist schon auch ein spezieller Personenkreis. Das wirkt sich einfach mit den Jahren so auf die Person aus, aber das Konkurrenzdenken, das gibt es bestimmt auch. Wie ist das mit den Programmen? Wie entwickelst du ein neues Programm, wenn du jetzt zum Beispiel so etwas als kleines Programm zusammenfasst? Wie entsteht das? Entsteht das aus einem einzelnen Gedanken, den du irgendwann mal hast und dann drumherum alles spinnst? Oder gibt es einen theoretischen Ansatz, dies und jenes in einem Programm haben zu wollen und dann zu schauen, wie man das verbinden kann oder wie entsteht so ein Programm? Also meistens gehe ich von der Situation aus. Welches Publikum, wen spreche ich an, wie viel Platz habe ich, welchen Zeitraum habe ich, was ist das für ein Event, was ist das für ein Umstand, wofür ist es gedacht, und dann entwickle ich die Idee und dann, klar, gibt es auch Versatzteile, die man wieder verwendet. Aber das ist schon unglaublich situationenspezifisch. Also eigentlich entwickle ich die Programme aus der Situation oder stelle mir die Situation vor und versuche dann dafür etwas zu kreieren. Ich bin ja auch Musikclown, also mir ist es wichtig, dass ich immer die Musik mit reinbringe. Also selbst wenn es nur Sprache ist, dass zumindest am Anfang und am Schluss Musik ist. Aber dann auch so dieses Entdecken von musikalischen Gegenständen oder Musik mit Gegenständen, Musik ganz anders, singen, das ist total wichtig. Und das soll auf jeden Fall immer rein. Mhm. Und darum spinne ich dann mein Programm. Hast du schon mal mit der Geige eine Clownsnummer gehabt? Ja, die Geige kommt immer wieder vor. Kommt immer wieder vor. Ja. Schön. Ja. Toll. Also finde ich sehr, sehr schön. Hast du neue Projekte, ein neues Programm, was du entwickelst gerade? Also andersrum gefragt, entwickelst du ständig ein neues Programm oder sagst du, so und jetzt brauche ich wieder etwas Neues, jetzt kommt für mich etwas Neues, was ich machen muss? Also für den Vlog 8, das war neu, habe ich viel hierfür entwickelt. Und ich bin mit einem Freund zusammen an einem Programm, da verrate ich jetzt noch nichts zu. Natürlich. Dann gibt es auch immer wieder alte Programme. Mit der Stadtbibliothek München arbeite ich zusammen und da werden wir im Mai nachholen, was jetzt eigentlich im Januar sein sollte. Hoffentlich kann es stattfinden. Lesestart heißt das Programm.
Eigentlich wären wir schon vor einem Jahr nach Bosnien gefahren mit den Clowns ohne Grenzen. Und das steht noch im Raum. Ich hoffe, dass wir die Reise irgendwann machen können, dieses oder dann halt nächstes Jahr. Dann gibt es wieder ein neues Programm. Und ja, es ist immer was in meinem Kopf am Arbeiten und entwickelt sich immer wieder was Neues. Toll. Also wir werden auch auf jeden Fall unten die Dinge verlinken, die Auftrittsmöglichkeiten, die du hast oder die Projekte, die wir da nennen können schon. Das machen wir auf jeden Fall. Eine letzte Frage habe ich noch zu dem Clown. Ist der Clown nur ein Clown mit einer roten Nase oder ist es ein ganz wichtiges Identifikationsobjekt für den Clown oder ein Erkennungsmerkmal oder gibt es auch Clowns ohne Nase? Die rote Nase. Die Nase ist die kleinste Maske der Welt. Also es ist so sehr reduziert auf einen roten Punkt sozusagen. Und eigentlich braucht man sie nicht unbedingt. Sie bringt halt, also vom Optischen, bringt das was Skurriles rein. Es ist ein Stilbruch. Also man hat da sein Kostüm, aber dann die rote Nase macht das halt irgendwie komisch. Aber man braucht es nicht unbedingt. Also man kann auch ohne, es gibt auch viele Clowns ohne Nase. Zum Beispiel Charlie Chaplin war ein Clown ohne Nase, ohne rote Nase. Oder Dick und Doof. Und manchmal mache ich mir auch nur einen Punkt. Manchmal ist die Nase sogar zu stark. Dann ist es besser, das noch zu reduzieren. Und ich habe auch verschiedene Nasen. Ein bisschen eine zartere Nase, ein bisschen eine kräftigere Nase. Es ist aber so, dass die Nase schon natürlich hilft, auch in die Rolle zu schlüpfen. Also in dem Moment, wo die Nase auf ist, schlüpft man rein und wenn man sie absetzt, dann bin ich auch wieder kein Clown. Toll. Liebe Katrin, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich danke für die Einladung. Ich hatte viel sehr Freude. Sehr schön. Wir sind gespannt. Und euch wollte ich noch sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen heute und wie immer, ihr dürft uns gerne weiter unterstützen, gerne weiter den Daumen hochmachen, die Abonnentenzahlen nach oben treiben. Da freuen wir uns natürlich sehr. Das ist für uns relativ wichtig. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Kommen. Dir und Krümel eine gute Heimreise und bis ganz bald. Vielen Dank. Euch auch alles Gute und toll, dass ihr das macht, den Künstlertreffen. Finde ich ganz super. Sehr gerne. Fein. Ba-ba-da-da-b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 a-